Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderschönen Kanal. Wir geben uns heute den neuen Track von MYZEP zusammen. Falls einige von euch MYZEP noch nicht kennen, MI nenne ich ihn immer. MI nennt er sich selbst auch oft. MYZEP, ey Bro, ich weiß gar nicht, wo der Ursprung von ihm ist. Seitdem ich YouTube mache, gibt es MYZEP irgendwie. Und der macht immer schon Musik. Der hat viele, Sachen früher auch in diese 300 Wörter in einer Minute Challenge gemacht. So ein paar Diss-Tracks irgendwie gemacht. Der hat viel mit Reportagen zusammen gemacht. Und seit neuestem, die letzten paar Tracks waren immer so sehr mit Anime-Musikvideos hinterlegt. Die, da habe ich auch einige Reactions zu gemacht, die mir sehr gefallen haben, auch vom Optischen her. Ansonsten würde ich mal so beschreiben, dass er immer sehr diepe persönliche Texte hat, ja. Das Ganze aber super musikalisch und melodisch unterlegt ist. Bei seinen Tracks ist es meistens so, ich höre mir die in der Reaction an und dann noch so einmal oder zweimal vielleicht privat, ansonsten leider gar nicht mehr so. Einfach weil das solche Tracks sind, die ich dann, die halt nicht so in meiner Playlist landen, weil in meiner Playlist ist halt eine ganz andere Art von Musik. Da ist halt so eher so mainstreamiger Stuff drin, sage ich mal, oder so ein bisschen Partymucke oder halt in einer anderen Playlist dann einfach so, keine Ahnung, Rock oder K-Pop halt. Da passt halt die Art von Mucke schwer rein und ich habe halt immer meine Playlist einfach laufen. Aber wenn ich so nachdenkliche Phasen habe oder so im Regen nach Hause fahre, irgendwie so oder keine Ahnung, manchmal beim Zocken nebenbei, aber meistens nachts höre ich mir MI gerne an, höre ich mir seinen Stuff gerne an. Und passend dazu heißt der Track auch Wofür kämpfst du nachts? Produziert bei Lebensart, den Beats Producer habe ich noch nie gesehen. Ich werde euch Link zum Original natürlich in die Beschreibung packen, ganz oben. Wir hören rein, ich bin super gespannt, Mann, let's go. Boah, okay, ich weiß, ich pausiere vor der Hook, aber ich muss ganz kurz sagen, ich fand's krass, wie er so quasi aus seiner eigenen Perspektive so sagt, ich schreibe hier meine Internet-Songs, so, wo, was er fast schon selbst so ein bisschen sich abwertend anhört, oder? So, ich schreibe hier meine Internet-Songs, ich sehe andere altern und Kinder bekommen, dass er aber so gefühlt sagt, dass er nicht von der Stelle kommt. Er sieht alle um sich rum, älter werden, Kinder bekommen, das, und er ist immer noch hier und macht sein Ding. Und kämpft dafür halt nachts, so quasi. Das ist, glaube ich, die Message dahinter. Aber sieht halt, dass alle anderen sich so, ja, den Next Step, den nächsten Traum erfüllt und er halt immer noch am Ackern ist für sein irgendwie. Wofür kämpfst du nachts? Denn als ich glaub, war ich ganz allein. Boah. Weil niemand hier kann dir den Schmerz nehmen. Das sieht geil aus. Alles verschwindet und keiner bleibt. Schädel wie Bild, wie bei Erdbeben. Mir ist egal, was mit mir passiert. Was sie so sahen, hab ich nie kapiert. Bist du am Ende, hat keiner Zeit. Boah, also erstmal super cool, die Aufnahmen hier an Silvester geshootet zu haben. Sehr, sehr smart irgendwie. Coole Aufnahmen, auf jeden Fall richtig geile Aufnahmen geworden. Ey, ganz kurz, ich hab die Zeile schon vergessen. Ich wollte zu einer Zeile was sagen. Mir ist egal, was mit mir passiert. Was sie so sahen, hab ich nie kapiert. Bis du am Ende hat keiner Zeit. Genau, bis du am Ende hat keiner Zeit. Das ist so dieses klassische. Alle fragen, wie geht's dir, wenn du sagst, mir geht's gut, dann ist alles, dann sagen die, ey, geil, Mann. Und wenn du sagst, ja, geht mir ein bisschen schlecht, so, das wollen die Leute nicht hören. Die Leute wollen das nicht hören, die Leute wollen hören, alles gut, okay, mir geht's auch gut, tipptopp. Real Talk. Und jetzt, mal wieder heim und dann Fernweh, auch starke Zeile. Mal wieder heim und dann Fernweh, wieso sie die Mucke an keinem Plan? Schreib einfach raus aus meinem Kopf, ist für mich alles nicht greifbar. Ich habe so ein bisschen Private Paul Statusbericht Vibe, auch mit dem Silvester-Video so ein bisschen. Die Uhr tickt, hörst du Bruder, deine Zeit läuft ab. Hab noch nichts geschafft, außer bisschen was mit dem Stift und Blatt. Lass die Erde brennen, ich würde gerne kämpfen, um mein Wert zu kennen. Für dich sterben, endlich zu den Sternen rennen. Doch nicht aufzugeben, ist die schwerste Challenge. Boah,
Ja, also irgendwie die Sachen von einmal catchen mich immer, aber so dieser Neujahresding, weil ich habe auch das Gefühl, man hört raus, er ist gerade echt an so einem Point, wo er selber merkt, okay, jetzt, was heißt selber merkt? Also er macht ja, es ist ja nicht so, dass er gefühlt noch mehr machen kann. Er hat einen krassen Output, alle 2, 3 Wochen kommt mindestens ein neuer Song so gefühlt und er ist hart am Ackern auf jeden Fall. Und er kann ja nichts dafür quasi. Er kann ja nicht noch mehr machen, dass die Leute seine Mucke irgendwie hören, weißt du? Aber ich glaube, er ist an so einem Punkt, wo er denkt, ey, jetzt nochmal all in gehen und alles geben. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Motivation, die ich da auf jeden Fall auch raushöre, ja. Klein, diese Erde zu groß, schon lang von der Zeit überholt. Ich lade neue Files in mir hoch und kill meine alte Version. Schweiß gebadet, die Hände nass, mich fast umgebracht, schon bald 100-fach durch die Ängste wach. Wofür kämpfst du nachts? Denn als ich starb, war ich Oh, ganz okay, das ist allein. Gänsehaut, Und Mann. niemand hier kann dir den Schmerz nehmen. Alles verschwindet und keiner bleibt. Schädel vibriert wie bei Erdbeben. Mir ist egal, was mit mir passiert. Was sie so sahen, hab ich nie kapiert. Bist du am Ende, hat keiner Zeit. Boah, dieses im Hintergrund erinnert mich an irgendwas von Materia gerade, der Beat. Der Beat erinnert mich an irgendwas von Materia. Oder? Denke ich an Materia? Ich glaube, ich denke an Materia. Meine ich, lila Wolken? Ist das Materia lila Wolken? Ich weiß es nicht. Krass. Wofür kämpfst du nachts? Irgendwie ein schöner Neujahressong so. Weiß nicht. Also dieser Silvester-Vibe, das. Ich weiß nicht, was es ist mit dem neuen Jahr und so, aber das catcht mich irgendwie auch. Gerade weil man solche Aufnahmen wie er halt seine Silhouette vor so einem riesigen Feuerwerk zu sehen ist, die kriegt man halt nur einmal im Jahr hin, logischerweise, ja. Und irgendwie war das so. Ich hab das Gefühl, also der Song hat sich natürlich sehr so angehört von wegen, ey, wofür kämpfst du nachts? Was mache ich hier? Ich komme nicht voran. Irgendwie klappt alles nicht so, wie ich es mir vorstelle, irgendwie. Aber ich habe da irgendwie voll viel Motivation rausgehört. Ich weiß nicht warum, ich habe da voll viel Motivation rausgehört und ich denke und ich habe das Gefühl, dass das irgendwie so ein bisschen sein Jahr wird, sein Breakout-Jahr. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich weiß nicht, ich habe das so rausgehört, dass er jetzt nochmal richtig all in geht und richtig Gas gibt und richtig umso mehr zeigen will, dass dieses Jahr alles klappt, was er sich vorstellt vielleicht. Keine Ahnung, ich hab's so rausgehört auf jeden Fall, ja. Keine Ahnung, ich hab's so im Blut, ich weiß nicht, keine Ahnung. Aber ansonsten sehr schöner Song. Wie gesagt, so ein bisschen Private Paul Statusbericht-Vibe, auch wegen Silvester halt bekommen. Supportet mal aber auf jeden Fall, ja, falls ihr seine Mucke fühlt, hört er unbedingt rein. Gerade bei den letzten paar Songs, auch der mit Parker zusammen, oder ich glaube, er hat 2 oder 3 mit Parker zusammen. Und der letzte mit Parker, der war wirklich, wirklich, wirklich stark. Hört gerne rein, klare Empfehlung an dieser Stelle, ja. Ansonsten, Freunde, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns morgen wieder mit 2 Videos. Ich weiß gar nicht, was wollt ihr sehen morgen? Habt ihr Bock, Seven vs. Wild? Erstes Interview würde online kommen. Songtechnisch würde ich gerne noch Lühn abchecken mit euch. Ansonsten, wir haben noch Sido-Album, was aufzuholen und Kontra-K-Album, was aufzuholen. Wir haben aber auch noch Julian Bam Outtakes, die ich gerne sehen würde, weil, ey, ich habe immer eine gute Zeit dabei. Das sind so die Sachen. Schreibt mal davon ein bisschen was rein. Dann gucke ich, was ich für morgen ready mache für euch. Ansonsten habt bitte einen wunderbaren Tag. Bleibt alle so fresh und gut aussehen wie immer natürlich. Wir sehen uns morgen. Bleibt fresh und.